Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Procreate-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen süßen Emoji-Hamster ganz einfach selber zeichnen könnt. Los geht's! Ich habe mir erstmal eine grüne Leinwand gemacht, den Farbcode schreibe ich euch auch noch in die Videobeschreibung. Das Ganze ist in Bildschirmgröße, dann mache ich mir eine neue Ebene, wähle mir eine weiße Farbe auf und die Monoline Brush. Dann lege ich auch schon los und mache den ersten Kreis, ihr wisst ja Bescheid, einfach gedrückt halten, dann oben auf Form bearbeiten und auf den Kreis, dann einfach die Farbe rein droppen. Dann dupliziert ihr diesen Kreis und zieht ihn mit diesem Anfasser so ein bisschen nach rechts. Ich habe unten noch Einrasten ausgewählt, dass es alles auf gleicher Höhe ist. Zieht den Kreis so ein bisschen nach rechts, dass er so ungefähr den linken Kreis noch so einen Ticken berührt. Als nächstes dupliziert ihr euch wieder den Kreis und zieht den dann so oben drüber, sodass es quasi so eine Art Dreieck ergibt. Und da achtet einfach nur darauf, dass die Mitte von dem Kreis, den ihr jetzt verschiebt, in ungefähr die anderen Kreise auch in der Mitte schneidet. Als nächstes werdet ihr wieder diese Ebene duplizieren, habt jetzt den vierten Kreis, den schiebt ihr dann nach unten. Dann machen wir dann dem Hamster eine schöne Basis für sein Kinn. Anschließend fügt ihr wieder eine neue Ebene hinzu und dann wählt ihr euch den Syrup Brush aus, den gibt es unter Tinte. Und bevor wir loslegen, aktivieren wir erst nochmal die Zeichenhilfe und wählen dort dann Symmetrie aus und schiebt einfach diesen Punkt von der Zeichenhilfe ungefähr so in die Mitte von eurer Hamsterbasis. Mit dem Syrup-Pinsel macht ihr so eine schöne geschwungene Linie und das Coole ist, dass durch die Zeichenhilfe ihr das nur einmal machen müsst. Jetzt könnt ihr einfach alle Ebenen von den Kreisen und von den geschwungenen Linien miteinander verbinden, sodass ihr nur noch eine Ebene habt. Jetzt geht's los mit den Ohren, dafür macht euch erstmal eine neue Ebene. Wir bleiben noch bei dem Syrup-Pinsel und dann wählt ihr euch eine schöne rosane Farbe aus. Den Code schreibe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Dann legt ihr auch schon los mit dem ersten Kreis für das erste Ohr. Nochmal ein kleiner Ebenencheck, die Ebene unten drunter packen, unter das Weiße, weil die Ohren gucken ja quasi so hinter dem Gesicht hervor. Dann droppt ihr einfach die Farbe rein und zieht euch den Kreis so, dass er, ja, dass es ganz gut aussieht, dass es euch gefällt. Ein bisschen nach oben noch, weil die Ohren gucken hier schon ganz frech hervor. Die sind ja auch ziemlich groß. Und können wir das Ganze auch noch ein bisschen größer ziehen und dann duplizieren wir uns den Kreis und ziehen den wieder nach rechts. Wir haben immer noch diese Einrastenhilfe unten aktiviert und dann gucken wir, dass es ungefähr so auf gleicher Höhe ist. Dann vereinen wir die Ohrenebenen miteinander und wählen uns eine weiße Farbe aus. Wir sind immer noch bei dem Syrup-Pinsel. Und jetzt müsst ihr noch eine neue Ebene über den Ohren einfügen. Die setzt ihr auf Clipping-Maske und dann zeichnet ihr quasi so einen Strich, der nach unten hin breiter wird, auf beiden Seiten ein. Jetzt fügt ihr über den Ohren noch eine weitere Ebene ein, die ist automatisch dann schon auf Clipping-Maske. Dann wählt ihr euch ein etwas dunkleres Rosa aus, auch das schreibe ich in die Videobeschreibung. Und jetzt wähle ich meinen eigenen Grain-Pinsel aus, den ich in einem meiner letzten Videos gemacht habe. Das Video könnt ihr gerne mal checken, weil wir jetzt eine schöne Textur für das Ohr noch einzeichnen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht mit meinem Pinsel. Keine Sorge, ich mache das Gleiche auch noch mit dem Airbrush-Pinsel, der standardmäßig schon dabei ist. Nur, dass ihr einfach mal den Vergleich seht, so sieht mein Pinsel aus. Ich finde das eigentlich ziemlich hübsch, ziemlich cool, schöne Textur. Aber wie gesagt, dasselbe könnt ihr auch noch mit dem Airbrush-Pinsel machen. Da nehme ich immer, nee, Quatsch, mit dem Sprühen-Pinsel. mittlere Düse nehme ich da. Und damit könnt ihr dann auch die Textur schön einzeichnen. Ja, der eignet sich dafür auch besonders. Wenn euch das Ganze innen drin noch ein bisschen zu dunkel ist, dann nehmt ihr einfach was von dem helleren Rosa und geht mit der Textur nochmal drüber, sodass ihr einen schönen Farbverlauf dann habt. So, und damit die Ohren auch gleichermaßen texturiert sind, mache ich links alles von meinem alten Pinsel nochmal weg und nehme jetzt wieder die mittlere Düse wie auf dem rechten Ohr und mache da entsprechend auch nochmal die Textur mit demselben Pinsel. So, als nächstes duplizieren wir uns einfach die Hamsterbacke sozusagen, die weiße.
und färbe die schwarz ein. Dann gehen wir über diese gaußsche Unschärfe auf die Ebene. Ziehen das so ein bisschen nach rechts, weil das gibt so einen schönen Schatten noch von dem Gesicht. Und dadurch sieht es so aus, als wären die Ohren wirklich noch so in der Perspektive weiter hinten. Als nächstes gibt es wieder eine neue Ebene über dem Hamstergesicht. Die setzen wir wieder auf Clipping-Maske. Dann wähle ich mir den Syrup-Pinsel wieder aus und ein schönes Gelb, auch das packe ich euch in die Videobeschreibung. Und dann machen wir dem Hamster sozusagen, ja, die eine Gesichtshälfte ein bisschen gelb, einfach die Farbe reindroppen und das war's schon. Nächste Ebene drüber auch auf Clipping-Maske setzen. Dann wählt ihr euch ein schönes Weiß aus und auch nochmal diese mittlere Düse beim Sprühen. Und dann macht ihr so einen kleinen schönen Lichtpunkt oben drauf. Das sieht so aus, als würde der Hamster etwas angestrahlt werden von oben. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine schöne Plastizität. Als nächstes kommen wir zu den Augen. Einfach wieder neue Ebene einfügen. Dann wählt ihr euch eine schwarze Farbe aus. Als Pinsel habe ich mir jetzt hier die Monoline genommen und dann macht ihr so eine Ellipse. Das Ganze könnt ihr dann auch nochmal so, wenn ihr den Pinsel drauf gedrückt lasst, ein bisschen justieren, einfach die schwarze Farbe rein droppen und dann könnt ihr euch das Ganze auch noch ein bisschen breiter ziehen, wenn euch die ursprüngliche Ellipse nicht so gefallen hat. Das Ganze dupliziert ihr dann und zieht das Auge nach rechts, weil ein Hamster hat ja zwei Augen und nicht nur eins. Anschließend dupliziert ihr eine dieser Augenebenen, wählt eine weiße Farbe, droppt die rein und setzt dann die Deckkraft so ein bisschen nach unten. Da könnt ihr mal gucken, wie euch das am besten gefällt, weil wir jetzt quasi so einen Schimmer im Auge noch einzeichnen werden. Und mit diesem Verschiebewerkzeug macht ihr euch das alles ein bisschen kleiner. Deckkraft habe ich dann auch noch mal ein bisschen runtergesetzt und als nächstes wähle ich mir dann ein Radiergummi aus. Da nehme ich dann gerne immer dieses weiches Mischen, was ich sehr, sehr cool finde. Das gibt es unter Airbrush. Weiches Mischen solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Und bei diesem Pinsel setze ich dann links die Deckkraft auch noch ein bisschen runter, weil ich will nicht komplett alles wegradieren, sondern eben nur so das untere Ende. Und dann könnt ihr da ganz smooth so ein bisschen drüber gehen. Und immer wieder ein bisschen die Größe und die Deckkraft justieren, sodass im Endeffekt nur oben so ein bisschen Schimmer von dem Auge übrig bleibt. Dann gibt es nochmal eine neue Ebene für die Pupille, die ich einfach mit weißer Farbe und dem Monoline-Pinsel einzeichne. Die Pupille und den Schimmer füge ich dann wieder zusammen. Und wenn ich dann das ganze Paket habe, verschiebe ich das einfach nach links, weil wir wollen ja auf dem linken Auge denselben Effekt haben. Jetzt kommen wir zum Näschen, damit der Hamster auch Luft bekommt. Dazu fügt ihr wieder eine neue Ebene ein. Aktiviert auch wieder die Zeichenhilfe Symmetrie, wie vorhin schon mal. Und dann wählt ihr euch im Endeffekt dasselbe Rosa aus wie das von dem Ohr. Macht einfach so eine geschwungene Linie, sodass es halt eben sehr nasig aussieht. Dann gibt es nochmal eine neue Ebene oben drüber. Auch hier aktivieren wir wieder den Zeichenassistenten. Wählen uns eine schwarze Farbe aus und bei Pinsel nehmen wir den Syrup und dann malen wir hier die Schnurrhaare ein. Jetzt geben wir dem Gesicht noch ein bisschen mehr Raum und fügen dazu eine neue Ebene ein, und zwar über dem Basisgesicht von unserer Hamsterbacke sozusagen, und wählen uns dann wieder den Sprühen-Pinsel aus. Ich verwechsel immer Airbrush und Sprühen, die mittlere Düse, eine schwarze Farbe, und dann gehen wir einmal so drumherum, sodass es wirklich sehr plastisch aussieht, so ein bisschen 3D-mäßig und auch schattig. Das Ganze natürlich auch auf einer Clipping-Maske. Dasselbe machen wir jetzt natürlich auch fürs Näschen, was wir etwas pudern werden mit schwarzer Farbe. Auch Clipping-Maske oben drüber. Wir haben wieder unsere mittlere Düse und dann gibt es hier unten auch nochmal so ein bisschen Schatten an das Näschen. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen und ich hoffe, euer Hamster sieht in etwa so aus. Das Tutorial hat euch Spaß gemacht. Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ich freue mich natürlich über euer Abo, wenn ihr mehr Procreate-Tutorials sehen wollt. Und verlinkt mich gerne in Social Media, wenn ihr den Hamster nachgezeichnet habt. Das gucke ich mir natürlich gerne an. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.